Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Let's Play von der Grünfelder Land in der Version 1.6. So, gestern angekündigt, oder das letzte Mal angekündigt, ich weiß gar nicht, wann ich die Folgen hochladen soll. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, ob es täglich der Fall sein soll. Oder ob ich alle zwei Tage was hochladen soll. Ich befinde mich ja gerade so im Zwischenbereich von unserem Projekt Real Farming, einem RP-Projekt hier auf der Grünfelder Land. Dafür haben wir ja unter anderem die Map gebaut. Das wird wieder starten im LS22 und so lange haben wir so genannt die Sommerpause. Darum, ja, habe ich mir jetzt das ausgesucht, dass ich so ein bisschen trotzdem immer noch in der LS zocken kann. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's. Und zwar mit der Ernte auf unserem Weizenfeld. Ich habe übrigens auch Cosplay mit da drauf. Das heißt, ich kann auch mir da helfen lassen. Aber ich werde jetzt, denke ich, erstmal selber ein bisschen ernten. Mit einem schönen Lexion 8900 Terra-Truck. Und meinem modifizierten Schneidwerk in Glasoptik mit Nummernschild. So, B. Attacke. Und natürlich auch die Strohablage aktivieren. Das wäre vielleicht eine der nächsten Produktionen, die ich mir gleich noch hole. Den Komposter. Den Komposter hole ich mir eventuell ziemlich früh, weil mit dem Komposter habe ich einen guten Düngemittelersatz. Also ich kann dann den Kompost aufs Feld bringen, um eben die Felder zu düngen. Und das ist sehr praktisch, da kannst du ziemlich viel reinschmeißen. Aber ich brauche Diesel. Das heißt, ich brauche erst die Dieselproduktion. Also wird das mit dem Komposter noch nichts. Dann werde ich hier wahrscheinlich Strohballen draus machen. Und die Strohballen mir dann einlagern. Ich glaube, der Hof 3 hat sogar von Standard her einen Ballenlager verbaut. Ich bin das letzte halbe Jahr so ein bisschen rausgegangen oder raus, was die Map-Entwicklung angeht. Weil ich privat einfach viel zu viel um die Ohren hatte und da noch viel am Arbeiten bin. Und deshalb haben das Echtod, Malonation und Björn eigentlich soweit alles gemacht. Wenn ich jetzt nicht genannt habe und er mitgearbeitet hat, sorry dafür. Aber ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen raus. Deshalb freue ich mich, dass jetzt ihr für den Sommer auch noch auf der 1.6 spielen könnt. Das ist ja mehr oder weniger erstmal die finale Version. Es wurde nochmal sehr viel verändert auf der Map, was ihr aber so wahrscheinlich gar nicht seht. Also unter anderem wurde der Hof 6 komplett überarbeitet, neues Design, neue Hallen, neue Lager, Unterstand und Zufahrten. Es wurden alle Produktionen überarbeitet, was die Preisgestaltung der Endprodukte angeht, die Trigger, weil die ja zum Teil zum Beispiel von Anhängern nicht angenommen wurden oder vom Boden nicht angenommen wurden. Also die ganzen Trigger wurden überarbeitet. Es wurde noch ein bisschen was am Landscaping gemacht. Ach, 50% schon voll, ey. Dann schaffen wir gar kein Vorgewinde. Am Landscaping wurde noch ein bisschen gearbeitet. Das heißt, überall wurden so Deko-Büsche hingemacht. Das war noch der letzte Act von mir, den ich so mitgemacht habe.
Das ist auch ein Haufen Zeit, was da reingeht, ey. Würde mich übrigens freuen, wenn ihr einfach meinen Kanal abonniert, ja. Ich hänge seit fast einem Jahr ungefähr bei den 370, 380 Abonnenten. Es ist ein bisschen nervtötend, sage ich jetzt mal, weil da irgendwann nichts vorangeht. Es nimmt so ein bisschen die Motivation auch, Videos zu machen, aber ich bleib dran. Also Cosplay werde ich beim Kohlfeld einsetzen. Da werde ich den Terrados auf Cosplay schicken und mich nur ums Abfahren kümmern, weil das ist so viel, was da runterkommen wird. So, und voll. Weiter. Der Lexion mit dem Riesenrohr ist auch schon eine Wucht, ne? Aber brauche ja auch durch das große Schneidwerk. Also da ist auch Luft notwendig. Bin mal gespannt, wie viel wir hier runterkriegen. Von dem Fältchen. Was haben wir hier? Warte mal. 5,9 Hektar circa Feldfläche. Das ist ganz ordentlich. So, ich werde jetzt mal ein bisschen schneller machen hier und dann sehen wir uns zum Abschluss, wenn wir fertig sind mit Ernten, wieder. So, die letzte Reihe steht an. Dann sind wir fertig. Wir haben schon 52.000 Liter circa im Silo. Jetzt kommt noch mal ein bisschen was dazu. Der zweite Anhänger da hinten ist auch fast voll. Und ja, ganz gute Ausbeute. Knapp 100.000 Liter Weizen. Den werde ich auch gleich auf den Kopf hauen. Weil dafür gibt es gerade einen ziemlich guten Preis. 1.200. Und zwar beim Aldi. Da muss ich auch nicht weit fahren. Das werden wir jetzt noch schnell machen. Und dann sind wir fertig hier. Und dann geht es morgen in der Folge oder in der nächsten Folge geht es dann hier an den Kohl. Da bin ich mal gespannt, wie viel da runterkommt und ob das überhaupt in unser Silo geht. Weil es könnte ziemlich viel werden. Und wenn ich mit der Ernte durch bin,
dann kümmere ich mich erst um das Stroh hier, denke ich. Oder ich könnte ja auch morgen in der nächsten Folge erstmal das Stroh pressen. Wäre vielleicht sinnvoller. Dann könnte ich das Feld hier gleich wieder anpflanzen. So, den Drescher nehme ich gleich mit. Follow me. Ein bisschen mehr, bitte. Und dann fahren wir erst zum Hof, laden voll auf. Knapp 9000 Liter passen ja noch rein. Und dann verkaufen wir das Zeug. So, dann machen wir die ersten 120.000 circa. Wie gesagt, die Verwendung für das Stroh habe ich eigentlich schon, für den Komposter. Aber das passt ja noch nicht rein, wegen Diesel. Der fehlt uns ja noch. Aber wir haben hier in diesem Holzschuppen ein Strohlager. Global Company. Hof 3... Wo ist es denn? Hier, Rundballen Großlager. Und da gehen rein 1,5 Millionen Stroh. Jawollo. Also gut. Das können wir dann sehr gut nutzen. Um das ganze Stroh erstmal unterzukriegen. Und wenn es dann soweit ist, dass wir den Komposter haben, dann können wir immer noch das Stroh hochfahren. Und da zu organischem Dünger verwerten. Beziehungsweise ich werde auch irgendwann demnächst, relativ bald denke ich, auch mir Kühe zulegen. Dafür brauche ich dann auch ein bisschen Stroh, damit die das im Stall bequem haben. Ja, ausladen wäre schön. Schauen wir mal, wie viel uns das jetzt noch bringt. 62.000 hat wir. Und nochmal 52.000, also 114.000, 115.000 circa. Guter Ertrag. Und damit verabschiede ich mich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.